Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Garten der Zukunft. Mehr Technik, weniger Grün. Wasserspiele und Lichtinstallationen statt Rosenstrauch und Hecke. Und Sommerzeit ist Einbruchzeit. Während viele von uns im Sommer in den wohlverdienten Urlaub reisen, haben Einbrecher Hochsaison. Bei Bauen und Wohnen erfahren Sie, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung mit einer einfachen Nachrüstung optimal schützen können. Der Garten gilt inzwischen als erweiterter Wohnraum und die Gartengestaltung wird immer wichtiger. Hatte man früher bunte und verspielte Gärten, wurden die Formen immer klarer. Große Steinbeete mit einzelnen Büschen oder Pflanzen. Doch wie sieht der Garten der Zukunft aus? Wird er nach wie vor per Hand geplant oder wie viel Einfluss hat der Computer? Das verraten wir Ihnen heute bei Bauen und Wohnen und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Urlaubszeit ist Reisezeit, aber damit leider auch Einbruchszeit. Die Einbruchszahlen steigen immer weiter und viele Menschen sind verunsichert. Ist mein Zuhause wirklich noch sicher? Unser Experte zeigt Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln Ihr Zuhause sicher machen können. Bei mir gibt es doch nichts zu holen. Diese Aussage hört man von vielen Haus- und Wohnungsbesitzern. Doch woher wissen Einbrecher das? Ungesicherte Fenster und Türen sind deshalb eine Einladung für jeden Dieb und eine Gefahr für jeden Bewohner. Bei dem Standardfenster fehlen hier, wie man das hier sieht, die Pilzzapfengetriebe, der Anbohrschutz, der hier außen liegt, ein abschließbarer Griff, die Gegenschutzbeschläge im Rahmen und die gesicherte Glasanwendung im Glasbereich. Also ein Standard. Einbrecher, der kein Profi ist, mit einem Schraubenzieher kommt er im Standardfenster rein in weniger als 10 Sekunden. Die Kriminalstatistik zeigt, dass 80% der Einbrüche über Fenster und Balkontüren durch einfaches Aufhebeln verübt werden. Etwa alle 3 Minuten wird in Deutschland eingebrochen. Im Jahr 2015 registrierte die Polizei mehr als 167.000 Einbrüche. Das ist ein Anstieg von 10% und damit Rekordniveau. Man denkt, natürlich eingebrochen wird hauptsächlich in der Nacht. Das ist nicht ganz richtig. Es ist schon so, in der dunklen Jahreszeit, in den Zeiten von Oktober bis Februar, wird vermehrt eingebrochen. Das stimmt. Hier nutzen die Täter einfach den Umstand, dass die Dämmerung früher einbricht. Aber man darf nicht vergessen, es wird auch tagsüber eingebrochen. Im Gegensatz zum deutschlandweiten Trend ist die Zahl der Wohnungseinbrüche in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr um 10% gesunken. Ein Einbrecher bricht seinen Einbruchsversuch ab, wenn er nach 30 Sekunden nicht im Haus ist. Aus diesem Grund kann eine einbruchhemmende Nachrüstung helfen. In jedem Fall sollte diese von einem geschulten und zertifizierten Errichter vorgenommen werden, der dazu auch eine Berechtigung des Landeskriminalamts vorweisen muss. In diesem Haus wurde ein kompletter Sicherheitsbeschlag montiert, mit Pilzkopfverriegelung und passendem Gegenstück im Rahmen. Die Sicherheit ist gewährleistet, dass alle Teile im Stahl verschraubt sind. Beim Holzfenster hält es auch im Holz. Und es sind verschiedene Komponenten, die hier zusammengefügt werden. Der abschließbare Fenstergriff nach 100 Newtonmeter, die gewisse Pilzzapfenteile, die Rahmenteile und ein Anbohrschutz auf dem Flügel. Vorsicht vor Nachrüstprodukten vom Discounter. Hier ist der Schutz fragwürdig, so der Experte. Diese Nachrüstvariante kostet rund 220 Euro pro Fensterflügel. Etwas teurer mit rund 350 Euro ist die aufschraubbare Nachrüstung, die häufig bei Terrassentüren verwendet wird. Oben haben wir völlig verdeckliegend nachgerüstet. Das heißt, wenn wir fertig sind, sieht man eigentlich nicht, dass wir eine gewährleistete Einbruchhemmung haben. Hier unten rüsten wir jetzt nach auf sichtbare Beschläge. Die passen auf jedem Fenster immer. Da ein Einbruch im Schnitt nur wenige Sekunden dauert, steht die mechanische Sicherung vor der Alarmanlage. Also auch wer glaubt, bei ihm sei nichts zu holen, sollte über eine Nachrüstung nachdenken. Alleine um zu schützen, was einem lieb ist.
Die Tage werden schon wieder kürzer und der Herbst klopft schon wieder an die Tür. Bald beginnt im Garten das große Aufräumen. Sträucher werden geschnitten und Wege und Terrassen werden sauber gemacht. Für die meisten von uns ist das Problem ganz einfach gelöst. Wir nehmen den Hochdruckreiniger. Doch meistens machen wir genau mit diesem Gerät mehr kaputt als gut. Ja, am besten geht es mit Kehrschaufeln und Kehrwisch und Bärse, Strohbärse. Eigentlich nur mit dem Ding, ein Kercher halt. Einmal im Jahr mit dem Kercher abspritzen. Dann sind sie super wieder. Wenn es um die Reinigung von Bodenplatten geht, greifen die meisten zur klassischen Methode, dem Hochdruckreiniger. Doch das Gängigste muss nicht immer das Beste sein. Die Hochdruckreiniger sind nicht ideal zum Betonwerkstein reinigen, weil sie die Oberfläche beschädigen. Der Betonstein wird ausgewaschen, die Oberfläche wird rauer und dadurch verschmutzt der Stein hinterher schneller als vorher. Wer solche Böden oder Mauern zu Hause hat, greift alternativ besser zu Reinigungsmitteln. Hier wird unterschieden zwischen Außenreiniger, Intensivreiniger und speziellen Grünbelagsreinigern. Diese entfernen Moos, Algen oder dunkle Verschmutzungen. Wir testen mit unserem Experten die Wirkung der Reinigungsmittel. Die Anwendung ist einfach: mischen, aufsprühen und abwarten. Grundsätzlich können fast alle Außenbeläge aus Naturstein und Beton mit solcher Produkt gereinigt werden. Ganz wichtig ist allerdings, vorher Musterfläche anzulegen an unauffälliger Stelle, weil eben der Hersteller nicht voraussehen kann, was wird mit dem Produkt überhaupt gereinigt. Und es kann durchaus mal passieren, dass es gewisse Verfärbung an so einem Material gibt und darum eben besser an unauffälliger Stelle. So sieht das Ergebnis an unserer Mauer nach 2 Wochen aus. Die Reinigung muss nicht von einem Profi übernommen werden. Mit dem richtigen Mittel kann jeder selbst zu Hause unschöne Mauern oder Platten reinigen. Dabei gibt es die Möglichkeit, ein sofortiges Ergebnis zu erzielen. Dies hält dann aber meist nur einen begrenzten Zeitraum oder eine vorbeugende Wirkung zu erreichen. Hier dauert es zwar rund 2 Wochen, bis das Ergebnis sichtbar wird, hält dafür aber auch 1 bis 2 Jahre. Wer es noch dauerhafter möchte und gleichzeitig seine Beläge vor Öl, Flüssigkeit und Schmutz schützen will, der greift zum Imprägniermittel. Für Betonwerksteine und Natursteine kann man Imprägnierungen verwenden. Die sind einmalig aufzutragen, alle 2 bis 3 Jahre zu erneuern. Und die hydrophobieren den Stein und machen ihn somit fleckunempfindlich. Auch das haben wir mit unserem Experten getestet. Das Mittel einfach auftragen und einwirken lassen. Nach 2 Wochen ist der Unterschied deutlich zu erkennen. Wie stellen Sie sich den Garten der Zukunft vor? Eher wieder bunt und verspielt oder weiterhin geradlinig? Ehrlich gesagt, wir wussten gar nicht so recht, wo uns das Thema hinführt, doch am Ende waren wir wirklich überrascht. Wie die Gärten der Zukunft aussehen, das sehen Sie gleich. Bleiben Sie dran. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Die Trends und Innovationen gehen auch an der Gartengestaltung nicht vorbei. Der Rosenstrauch, der grüne Rasen und die Mauer, das reicht heute schon lange nicht mehr aus. Die Häuser werden immer moderner und stylischer und der Garten muss natürlich mithalten. Aus diesem Grund gehen Landschaftsgärtner immer wieder neue Wege. Das kleine Paradies vor der Haustür. Wer über die Gestaltung seines Gartens nachdenkt, hat heute viele Möglichkeiten. Der Trend geht aber eindeutig zum Minimalismus. Weniger ist mehr. Filigrane Wasserspiele sind häufig Blickfang und Mittelpunkt des Gartens. Und auch dezente Lichtinstallationen gehören zur Grundausstattung moderner Gärten. Dabei steht vor allem die Optik im Vordergrund. Der Garten wird technisch, aber nicht kühl.
Man muss es geschickt angehen, diese Technik geschickt zu verpacken und dass im Prinzip dieser Garten trotzdem noch diesen Gartencharakter ausstrahlt. Gerade beim Thema Lichttechnik als solches, da geht es ja auch darum, jetzt wirklich nicht riesen Beleuchtungssituationen zu schaffen, sondern einfach nur Highlights zu setzen im Garten. Das kann ein schöner Baum sein oder es kann vielleicht auch eine schöne Mauer sein, wo ein bisschen der Schatten untermalt wird, sondern wirklich einfach zu schauen, diese Technik unterzubringen und dennoch organisch zu wirken und einfach auch dem Garten ein bisschen diese Ruhe zu geben und einfach auch ein bisschen diesen Erholungsfaktor nochmal auszudrücken. Denn die Technik im Garten ist alles andere als schnell und hektisch. Ruhiges Plätschern und sanftes Licht sollen für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen. Dafür steht bei der Planung die typische Technik im Vordergrund. Gartenplanung passiert heute nicht mehr mit Stift und Papier. Landschaftsgärtner bewegen sich weg vom 2D-Grundriss und präsentieren den Wunschgarten heute per 3D-Animation. Wir können ein komplettes Modell erstellen auf dem CAD-Programm und dann wird nochmal ein Programm drüber gelegt, sodass wir völlig Simulationen schaffen können. Das heißt, wir können das Wetter simulieren, wir können Wolken simulieren, wir können Tages- und Nachtzeiten simulieren, wir können Beleuchtungskonzepte simulieren. Also wir sind völlig frei, wir können jegliche Parameter, was der Garten als solches auch bringt, völlig simulieren auf diesem Programm. Vielleicht ein bisschen weniger Romantik, dafür aber auch weniger Arbeit. Der moderne Garten kann mehr Raum für Erholung und mehr Zeit zum Genießen schaffen. Und ganz auf Grün verzichtet wird sicher auch in Zukunft nicht. Und jetzt ist er bei uns im Studio, Matthias Saum. Herzlich willkommen. Hallo. Matthias, wie sieht der Garten der Zukunft jetzt aus? Erste Einblicke haben wir schon bekommen. Also ich denke, wir kommen ja völlig weg von diesem ganz romantischen Garten mit Rosen und mit dem Rosenbogen und so dieses ganz dicht an dicht gepflanzte, sondern wir gehen wirklich dorthin, dass die Flächen einfach minimalistischer aufgebaut sind. Das heißt, auch die ganze Bepflanzung wird minimalistischer und auch neue Bauteile, Betonelemente, Lichttechnik, Gläser, Akzentuierung und Highlights im Garten, das sind einfach so die prägenden Teile, die den modernen Garten einfach ausmachen. Der Garten gehört ja heute eigentlich zum Haus als weiterer Wohnraum dazu oder es soll ja auch eine Oase der Ruhe eigentlich sein? Genau. Also ich denke, der Mensch als solches, der ist ja vom Alltag erstmal gestresst, der möchte nach Hause kommen und möchte auch keine Arbeit mehr zu tun haben. Ich denke, die Informationen, die tagtäglich oder in der Arbeitswelt eingehen, die sind ja schon immens und deshalb soll der Garten in erster Linie dennoch dieser Ruheort und diese Wohlfühloase einfach nochmal bieten. Was kann man jetzt sagen, wo sind heute technisch Grenzen für den Garten? Ich glaube, es gibt fast keine, oder? Nee, also das kann man wirklich nicht sagen. Grenzen gibt es wirklich nicht. Die Technik ist ja auch dauernd im Wandel. Das heißt, wir können ja mit dem Handy wirklich Steuerung anbringen. Wir können das Licht anschalten. Wir können den Mähroboter anschalten. Wir können schauen, wo ist der Mähroboter gerade auf dem Handy? Was macht er gerade? Wo hat er gemäht? Also wenn mir langweilig ist, hole ich das Handy raus sozusagen. Richtig, genau, so in etwa. Und man hat ja meistens dann auch noch ein Panel in der Küche. Dann kann man von innen auch den Garten anschalten und dort ein bisschen plätschern lassen. Also Technik als solches völlig grenzenlos. Gibt es den Beruf des Landschaftsgärtners, wie man ihn kennt, heute überhaupt noch? Weil ich habe eher das Gefühl, man ist so Wohnraumgestalter, Außenarchitekt, Wohlfühlkünstler für die Menschen. Also ich denke, ja. Das Architektonische steht natürlich völlig im Vordergrund und das Bild des Landschaftsgärtners hat sich im Laufe der Zeit wirklich auch gewandelt, weil wir müssen ja schauen, Technik, Steuerung, Lichttechnik, Oase, Pumpentechnik als solches. Also ich denke, der traditionelle Landschaftsgärtner, wie man es von früher kennt, gibt es nicht mehr. Jetzt haben wir im Beitrag auch gesehen, wir haben ganz viel mit Animationen. Haben jetzt heute manche Menschen auch Angst zu sagen, oh, Gartenplanung, ganz viel Technik. Früher hat man es ja noch aufgezeichnet, hat dann einen Plan bekommen. Haben die Leute eher Lust darauf zu sagen, ich baue virtuell und in Echtzeit und Echtzeit meinen Garten oder ist eher die, wow, will ich nicht so? Genau, also das Thema bei der 3D-Visualisierung oder 3D-Planung ist ja dieses, dass sich die Leute es einfach auch nicht mehr richtig vorstellen können. Wie sieht die Mauer links aus? Wie sieht die Mauer rechts aus? Wie sieht meine Belagsfläche aus? Und so ist einfach auch diese 3D-Visualisierung eine gute Hilfe, der Vorstellungskraft einfach noch ein bisschen beizuhelfen. Wenn man jetzt sagt, ich habe ein normales Grundstück, 400 bis 500 Quadratmeter im Einfamilienhäuschen, mit wie viel Geld muss ich heute rechnen, wenn ich einen modernen Garten mir holen will oder auch einen Garten der Zukunft? Also so die Summe als solches, ich denke, das wird... Ich glaube, wir liegen nicht bei 5.000 Euro. Nee, das definitiv nicht. Also die ganze Technik als solches treibt diesen Angebotspreis dann schon nach oben. Also man sollte schon bei modernen und
vielseitigen Garten mit 50 bis 100.000 Euro rechnen. Jetzt habe ich ganz viel Wasser, ich habe ganz viel Licht. Jetzt denken alle, wow, Nebenkosten, sie gehen stark nach oben. Ist das der Fall? Nein, ist es nicht, weil die ganze LED-Technik, die braucht ja nur 1-2 Watt und die ganze Pumpentechnik ist ja auch überschaubar. Von dem her ist das jetzt nur ein kleiner Betrag vom Garten. Wo geht jetzt der Trend des Gartens genau hin? Gib uns unseren Zuschauern mal ein paar Informationen. Wo geht das hin? Also der Trend geht völlig in dieses ganz, wie ich schon vorher erwähnt habe, dieses ganz Minimalistische. Also nicht mehr dieses Zugewucherte, wie man es vor vielleicht 10 Jahren mal gesehen hat, dieses Dicht an Dicht. Oder ich am Wochenende, als ich den Garten von meiner Mama sauber gemacht habe. Richtig, ja. Genau. Das. Also wirklich dieses auch Pflegeleichte. Das heißt, ich möchte wirklich keinen Aufwand haben. Ich möchte es wirklich nur als Wohnraum nutzen. Ich möchte Technik haben, ich möchte Licht haben. Ich möchte Gläser haben, ich möchte ein bisschen den Bachlauf plätschern hören. Einfach dieser Wohlfühlfaktor, das ist auf jeden Fall der Trend, wo es auch hingeht. Immer mehr Technik und weniger Grün. Werden die Leute nicht zu faul? Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Aber durch die Technik, klar, wir haben automatische Bewässerung, wir haben mehr Roboter, wir haben wirklich Steuerung. Von dem her nimmt die Technik schon viel Arbeit ab. Früher hat man die Bäume im Garten ja auch ein bisschen nach dem Nutzwert ausgesucht. Äpfel, Kirschen und so weiter. Ist das heute auch noch so? Überhaupt nicht. Also früher war es ja wirklich in der Nachkriegszeit, da hat man ja Äpfelbäume gepflanzt, Kirschbäume gepflanzt, einfach für den Nutzen her. Heute geht man in die Baumschule und sagt, oh, der gefällt mir, der Baum gefällt mir. Es geht wirklich um die reine Optik, um das Architektonische. Also völlig weg vom Nutzen sind wir gerade. Matthias, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio. Gerne. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Weißt du, wo die Christbäume herkommen? Ich weiß, es ist für dich eine ungewöhnliche Frage und die Jahreszeit passt auch gar nicht. Also ich dachte, beim Thema Garten kann ich es mal ansprechen. Also damit habe ich mich wirklich noch nie auseinandergesetzt. Ich glaube, da müssen Sie mir ein bisschen helfen. Also, wir erfahren das gleich, liebe Zuschauer. Wir machen eine kurze Pause und dann verraten wir Ihnen, wo die Christbäume herkommen. Ich kann Ihnen so viel sagen, auf das Thema sind wir gekommen, weil ich gestern gehört habe, es gibt bald wieder Spekulatius. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Zugegeben, das Thema, das jetzt kommt, wird Sie alle ein bisschen überraschen. Aber so ist Fernsehen einfach mal. Nachdem ich gestern einen Artikel gelesen habe, dass es bald wieder Spekulatius gibt, was ich persönlich natürlich super finde, da ich es wahnsinnig gerne esse, haben wir uns gefragt, was machen eigentlich die Tannenbäume im Sommer und wo kommen sie überhaupt her? Und ich kann Ihnen sagen, viele der Tannenbäume verbringen die ersten Jahre ihres Daseins überhaupt nicht in Deutschland. Weihnachtszeit ist Christbaumzeit. Christbaumarten gibt es viele. Rund 90% aller Bäume, die alljährlich zu Weihnachten in unseren Wohnzimmern stehen, sind Nordmanntannen. Die Nordmanntanne ist die bekannteste und am meisten verbreitete. Und um die Frage von Tobias direkt zu beantworten, sie kommt aus dem Kaukasus. Genauer gesagt aus Georgien. Ja, sie ist benannt nach dem finnischen Botaniker Alexander von Nordmann, der damals 1836 im Kaukasus unterwegs war, in Georgien vor allem, Tiflis die Region heute, und hat es da bewandert und hat da festgestellt, dass es da Bäume gibt, die es nur da gibt. Und das waren dann eben die Nordmanntannen. Bevor die Tanne vom Kaukasus nach Deutschland kommt, müssen dort erstmal von einem sogenannten weltweit einzigartigen Genpool die Tannenzapfen gepflückt werden. Ihnen wird der Samen entnommen und dann gesammelt. Anschließend werden sie an Baumschulen in Westeuropa geschickt. Dort werden sie eingepflanzt. Nach rund 4 Jahren werden die inzwischen ca. 30 cm großen Setzlinge dann an den regionalen Tannenbaumproduzenten weitergereicht. Nochmal 8 Jahre später hat der Tannenbaum dann eine Größe zwischen 2 und 2,50 Meter, so wie er letztendlich in unseren Wohnzimmern steht. Nach 4 Jahren ist die fertige Pflanze in der Baumschule dann für uns erhältlich und dann pflanzen wir die Bäume hier im Verband Meter aus und dann kommen wir irgendwann zum Endprodukt. Die Reise der bekannten Nordmanntanne ist also eine weite. Jetzt muss es nur noch so richtig kalt werden und dann kann Weihnachten kommen.
Tannenbäume und Spekulatius, Weihnachten kommt ganz sicher. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder mit dabei sind. Dann mit diesen Themen und gleich hier im Programm noch Inside IKEA Family, wo Sie sehen, wie man mit Innenbusschlüsseln einen guten Zweck unterstützt. Tschüss! Todesfalle Rauch. Rauchwarnmelder sind Pflicht. Aber erst 50% der Menschen haben ihn zu Hause angebracht. Wir sagen Ihnen, wo er hingehört und wie hoch die Bußgelder sind, wenn Sie den Lebensretter nicht anbringen. Und Bausünde Schwarzarbeit. Die Baubranche boomt und mit ihr die Schwarzarbeit. Die Behörden schlagen Alarm. Es gibt 4-mal so viele Verfahren wie im letzten Jahr. Bauen und Wohnen am Dienstag, 6. September, 22 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus. Und der Kreissparkasse Ravensburg. Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm. Von der Kinderklinik ins Kinderzimmer. Als Mathilde Meyer vor 31 Jahren selbst eine zu früh geborene Tochter bekommt, ruft sie den Förderkreis für intensiv pflegebedürftige Kinder Ulm ins Leben. Kinder, die nach der Geburt knapp an der Lebensfähigkeit vorbeischrammen, sollen nach dem Aufenthalt in der Kinderklinik eine individuelle Betreuung vom Fachpersonal bekommen, damit die Eltern entlastet werden. Da IKEA Ulm schon lange mit dem Förderkreis zusammenarbeitet, rief man das Inbus-Schlüsselprojekt ins Leben. Also IKEA Ulm arbeitet schon sehr, sehr lange mit dem Förderverein für intensivpflegebedürftige Kinder e.V. zusammen. Und zu unserem Markthallenumbau, das war am 28.05., haben wir uns einfach überlegt, wir machen uns schön, IKEA macht sich schön für den Kunden. Was macht denn der Kunde zu Hause schön? Und dementsprechend haben wir einfach aufgerufen, dass die Kunden alle die Inbusschlüssel, die ja in jedem Möbelstück sozusagen dabei sind, einfach mitbringen, bei uns einschmeißen. Und für jeden eingeschmissenen Inbusschlüssel spendet IKEA Ulm 1 Euro für dieses Projekt. Die sogenannte Nachsorge sieht so aus. Egal, ob es sich bei einem geborenen Kind um ein Frühchen, ein Kind mit Herz- oder Lungenproblemen handelt, die Eltern werden durch eine Nachsorgeschwester trainiert und auf die Umstellungen vorbereitet. So hat halt jede Familie ihre Nachsorgeschwester und die kann sie anrufen und das Problem beschreiben und die Schwester kann dann Abhilfe leisten. Und wenn es nur ist, gehen sie an diese Stelle oder an jene Stelle. Wir haben ja alles in unserer Region, ist wirklich viel geboten. Die Resonanz ist groß. Der Behälter mit den Inbusschlüsseln ist schon gut gefüllt. Täglich kommen Menschen, die den Metallberg weiter ansteigen lassen. Und damit steigt gleichzeitig die Spendensumme. Eltern, die von der Aktion mitbekommen haben, haben bei eBay sozusagen für kleines Geld viele Inbusschlüssel eingekauft und haben die dann bei uns reingeschmissen, weil sie einfach gesagt haben, okay, rentiert sich natürlich. Ich gebe ein paar Euro aus und IKEA spendet mehrere hundert Euro dafür. Von dem einfach eine super lustige Geschichte, die wir auch durch Zufall mitbekommen haben, wo wirklich ein Pärchen da war, die eine riesige Tüte an Inbusschlüsseln reingeschmissen hat. Die Inbusschlüssel-Aktion läuft noch bis zum 3. September. Wie viele Inbusschlüssel zusammenkommen, lässt sich noch nicht sagen. Stand jetzt wird der Inhalt der Box auf rund 3000 Stück geschätzt. 3000 Inbusschlüssel, die das Leben ein bisschen besser machen. Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm.